Herzlich willkommen hier beim Minimus Tutorial. Diesmal geht es um eine Programmvorstellung, und zwar CCleaner. Und es ist sozusagen ein Programm zum Cleanen oder zum Saubermachen eures Computers. Und es könnte euer Computer auch etwas schneller machen. Der Download-Link ist unten in der Videobeschreibung und ihr könnt es ja mal runterladen, ausprobieren und gucken. Es lohnt sich ja allerdings erst, wenn euer Computer schon so ein bisschen in Benutzung ist, so keine Ahnung, ein Jahr, ein halbes Jahr oder so, also wenn ihr schon da viel mit gearbeitet habt und sich rechtlich viel angesammelt hat, dann merkt ihr erst den Unterschied so wirklich. Also wir haben hier, wenn wir das Programm starten, haben wir Cleaner und dann Windows und Anwendung. Wir gehen hier erst auf Windows und können hier abhaken, was alles gelöscht werden soll beim Clean. Die angehakten wären ganz cool, der DNS Cache und der Phone Cache und hier die Fehlerberichterstattung. Das ist noch gut. Ansonsten der andere Kram, den kann man vergessen, den muss man nicht löschen, weil sonst könnte es auch sein, dass die eingestellten Sachen von euch weggehen, zum Beispiel hier die unten die Taskleiste zum Beispiel oder die Menüanordnung hier. Das kann auch sein, dass es weggelöscht wird dann. Ja, die Cookies sind ganz wichtig, dass die drin bleiben, also bei euren angemeldeten Sachen. Beim Internet Explorer ist das jetzt, wenn ihr euch beim Internet Explorer nirgendwo angemeldet habt, dann könnt ihr auch die Cookies immer weglöschen lassen. Und dann gibt es hier Anwendungen, hier habt ihr dann die einzelnen Browser, die einzelnen Anwendungen, die was benutzen. Und hier könnt ihr dann halt abhaken, was ihr braucht und was ihr nicht braucht, was entfernt werden soll und so weiter. Und dann, wenn ihr gucken wollt, wie viel gelöscht wird, einfach auf Analyse drücken. Oder wenn ihr gleich clean wollt, also gleich löschen wollt, die Dateien, die Temp-Dateien sozusagen, drückt ihr einfach Start Cleaner. Und dann wird's gecleant. Ihr seht jetzt hier, was für Dateien gecleant werden. Bei mir dürfte das jetzt ein bisschen mehr sein, ich denke so 300 Megabyte oder so. Und es könnte auch etwas länger dauern. So, und jetzt sieht man hier, das geht schon etwas vorwärts. Und jetzt wird der Google Chrome Cache gelöscht. Und jetzt haben wir hier 484 Megabyte entfernt. Und dann kann man hier sehen, beim Internet Explorer wurden 1000 Dateien entfernt und so weiter. Also es könnte schon Speicherplatz aus eurem Computer rausholen. Dann können wir hier zur Registry gehen. Es sammeln sich Fehler an in der Registry. Das ist so eine Datenbank für Schlüssel im Computer. Da kann man Programme, zum Beispiel Autostart oder so, Schriftartenanwendungen, die nicht benutzten, also gemeinsam genutzte DLLs zum Beispiel, ungenutzte Dateienänderungen. Und wenn die nicht regelmäßig oder wenn die nicht gefiltert werden, dann habt ihr ein kleines Problem, weil euer Computer wird dann ziemlich langsam und so. Also wir drücken hier einfach mal nach Fehlern suchen. Dann wird nach Fehlern gesucht. Und ihr seht schon, es werden schon ein paar aufgelistet. Und je länger ihr den PC genutzt habt, desto mehr sind es halt dann auch. So, und jetzt sieht man hier, wie viele Dateienänderungen oder wie viele MUI-Beziehungen oder wie viele Registry-Einträge gecleant werden müssen oder können. Und dann kann man hier sagen, Fehler beheben. Und dann möchte man die Änderungen in der Registry sichern, also möchte man die jetzige Registry irgendwo hinsichern, damit man sie nachher wieder zurückspielen kann. Ja, wäre empfehlenswert, es einmal beim ersten Mal zu machen, und wenn es dann funktioniert, ja, warum soll es man wieder machen? Aber ich drücke jetzt auf Nein, und dann kann man hier die einzelnen beheben, kann man die einzelnen angucken. Und ja, ich behebe jetzt mal alle Fehler behoben, und dann geht's weiter. Extras könnt ihr hier alle installierten Programme sehen, alle Autostarten Programme deaktivieren, aktivieren und so. Also ihr könnt jetzt hier sagen, da könnt ihr deaktivieren oder gleich löschen. Und eigentlich die ich hier deaktiviert habe, kann ich auch löschen. Außerdem möchte ich danach wieder aktivieren. Und ja, Systemwiederherstellung.
Wenn das bei meinem Computer eingeschaltet ist oder er das regelmäßig macht, dann stehen da welche, kann man hier auch entfernen. Festplatten-Wiper könnt ihr so ja, Bereiche der Festplatte sagen, die gar nicht überschrieben werden dürfen. Also die er dann aus dem Cleaner hier rausnimmt und die überhaupt nicht gelöscht werden dürfen. Bei Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, hier was einzustellen, ja. Cookies. Ne, Cookies, ihr habt ja lauter Cookies. Die könnt ihr dann nochmal alle durchgehen und sagen, die möchtet ihr, möchtet ihr nicht und so. Benutzer definiert, hier könnt ihr Benutzer definierte Ordner für Cleanung, also für Bereinigung hinzufügen. Ausschließen, die Ordner werden ausgeschlossen aus der Bereinigung. Und erweitert habt ihr dann halt hier, zeige die ursprünglichen Ergebnisse der Dateiansicht. Dateien aus dem Temp-Ordner nur löschen, wenn sie älter als 24 Stunden sind. Nein. Das heißt, es werden auch die aktuellen gelöscht. Verberge Warnmeldung, schließe das Programm nach der Reinigung. Kann man machen. Systemtray minimieren und Einstellungen in die Datei speichern. Das wäre nochmal gut. Dann ist es nämlich für alle Benutzer gleich. Weil sonst wird es nur benutzerdefiniert gespeichert. Ja. Und dann machen wir da nochmal Clean hier. Und dann sieht man 0,72 MB wurden entfernt. Ja, das war's dann schon wieder. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Minimus Tutorial.